er ist so verlogen wie Sau und halt so komplett verblendet seinen Vater zum Ich Tod. Bin nicht da! Guck mal, Bruder. Ich bin weg! Aber Bro, du bist so dermaßen selbst von deinem Scheiß nicht überzeugt. Er kann nonstop nicht aufhören, sich in seinen Scheißvisage zu fummeln. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal. Olli und ich grüßen euch, die Todgeweihten aus dem Corona-Bunker. Und weil wir uns hier schon selber genug geißeln, haben wir uns überlegt, wir werden jetzt mal die neunschwänzige Katze auspacken und uns richtig schön die Striemen auf den Rücken schmeißen, indem wir uns das neue Lasst Katar in Ruhe-Video eines der größten deutschen Dichter und Denker der aktuellen, der Moderne, ja, einfach geben. ApoRID, der allerechte Hase, rein in ich hab noch eine Frage. Kontroverse, ja. Meinst du, ApoRed weiß, wo Katars Gold liegt? Stark, hat mir gut gefallen. Ja, ich bin ziemlich davon überzeugt. Außerdem, weißt du, was das aktuelle Motto von Katar ist? Ich trage Mantel. Ah, okay, alles klar. So, komm, okay, geh mal rein hier. Jetzt hätte ich fast noch einen draufgesetzt. Wow, Alter, Apo, Mann, du musst dir mal ein Mikrofon besorgen. Ey, die erste halbe Sekunde hat mich schon gereicht. Apo Softdog, also meine Freunde, da bin ich wieder. Boah, wie klingt das? Also normalerweise verstehst du ja, ich verstehe den Inhalt von Apo ist auf Trocken am Start nicht. War Apo Red mal, hatte der größere Probleme und war bei den anonymen Alkoholikern? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ansonsten verstehe ich dieses auf Trocken am Start nicht. Wo ist er denn hallo jetzt Apo schon Red, heute, hallo Apo Red, heute nicht betrunken. Das heißt, übersetzt heißt für mich Apo Red auf Trocken am Start für euch heißt Apo Red heute nicht besoffen. Ja, ja einfach auf Heil vielleicht ist es das. Mhm. Vielleicht ist es das. Hm. Auf Höhle, Digga. Auf Höhle der Sound, Digga, Alter. Der nennt sich Höhle. Nach gefühlt 10.000 Jahren, wir hatten ein paar kleine Komplikationen gehabt, aber da sind wir wieder. Okay, 20 Videos haben wir noch auf Petto. 20 Videos hat er noch auf Petto, alles klar. Die Verkabelung im Hintergrund bereitet mir übrigens körperliche Schmerzen. Und erzähl regelmäßig Videos, okay. Ihr wisst ja, normalerweise mache ich gar nicht diese Politikvideos. Mich juckt der ganze Hase auch eigentlich gar nicht in der Regel, so auf YouTube-Ebene. Dann halt doch dein Maul. Ich bin eigentlich der Main-Character, der euch unterhalten soll, aber die anderen können es ja gar nicht. Die anderen können nur noch Scheiße labern, haten oder auch irgendwie reagieren und was auch immer. Also kein Quality-Content mäßig, ne? Aber heute muss ich einfach ein paar gewisse Fakten auf den Tisch legen, weil ihr wisst ja, die anderen können es aber nicht, die anderen sind einfach ein bisschen ballerballer, okay? Ihr habt den Titel gelesen, Lass Katar in Ruhe. Ja, das ist kein Spaßtitel, ich meine das wirklich komplett ernst. Lass in Gottes Namen Katar in Ruhe. Digga, und damit sage ich nicht... Lass den in Ruhe, der kann nichts machen. Dass ihr nicht irgendwie kritisieren dürft, kritisiert, was auch immer ihr wollt. Könnt auch von mir aus Afghanistan kritisieren, Pakistan, Bangladesch, Afrika, whatever, okay? Macht, was ihr wollt, ne? Es geht immer geht es um Verhältnismäßigkeiten. Weil ohne Witz, das, was gerade da die ganze Zeit passiert in den Medien, ne? Bei den ganzen YouTube-Heinis, Influencern, keine Ahnung, wie die Goofy ist ja... Ich muss direkt mal fragen, hat Apo verstanden, was kritisiert wird? Also ist ihm das bewusst oder... erschließt sich ihm das noch nicht ganz, dass nicht Katar kritisiert wird, sondern die Arbeitsbedingungen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft werden kritisiert. Und ja, nicht nur die tatsächlich der Umgang mit der ganzen LGBTQ-Plus-Community etc. Aber es wird ja nicht Katar per se kritisiert. Ja, doch, also stellvertretend für Katar als System, als solches schon. Ich frage mich mal, ob man das kann, so. Ja. Na klar, du kannst ja auch Deutschland kritisieren. Ja, in meinem Kopf funktioniert das immer nicht so. Gleich irgendwie alle über einen Kamm. Ja, aber Bruder, das ist doch nur ein sprachliches Bild. Ja, ja, ich weiß. Du musst ja halt sagen, sonst müsstest du ja die ganze Zeit völlig versteift sagen, oh. Die aktuelle Regierungsform und all das, was sie mitbringt von Katar. Meinst du, das ist vielleicht so ein Anbietern vielleicht? Die machen doch auch so Influencer-Kram, oder? Wer war das? War das Beckham, der so krass Werbung für die gemacht hat, für so viel Kohle? Beckham, Morgan Freeman und fast auch Orange Morange natürlich. Aber wenn selbst Orange Morange dir sagt, nee, das kriege ich moralisch nicht hin, dann weißt du, dass es richtig, richtig schlimm ist. Ja. Ja, guck, dann mal, weißt du, schlimmer geht's nicht. Guck mal, was deine Argumente sind. Ich bin gespannt. Was nennen? Und keine Ahnung, was gibt's noch für eine dritte Partei? Politiker, okay? Diese drei Goofy-Vereine, die manipulieren einfach diesen, ich sag mal, Pöbel und diesen ja, Mitläufern hier in unserer Gesellschaft
einfach hinterher zu plappern und dann heißt es dann, ja, Menschenrechte und die Kataris in Katar, boah, das sind ja voll die bösen Menschen, das sind ja voll die Unwesen und Digga und dann 1000 Berichte hier, 1000 Berichte da, ne? Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, kritisiert, was auch immer ihr wollt, ne? Und da sind bestimmt einige Sachen falsch gelaufen, ne? Auch, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Bau oder was auch immer, ne? Ich kenne so einige Statistiken, die sind jetzt auch nicht alle 100% approved. Oh Gott, bitte nicht. Das ist alles so schlimm. Wie kannst du dich denn da hinstellen und erst davon sprechen, dass es ja tausende Berichte gibt, um dann zu sagen, ja, ist bestimmt einiges schiefgegangen, dies, das, ich weiß auch nicht. Ja, was ist das denn? So mit dem Bau oder so? Also normalerweise, ich bin ja immer der Meinung, so, er ist so verlogen wie Sau und halt so komplett verblendet sein Vater. Mhm. Aber das ist ja die neue Ebene von legit wirklich dumm. Also dumm im Sinne von unintelligent. Mhm. Also unintelligent im Sinne von messbar dumm. So, herausgefordert, würde man wahrscheinlich sagen. Maximal herausgefordert. Messbar herausgefordert gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Messbar herausgefordert, was Denken angeht. Ja. Eine sagt dir, 3.000 gestorben, der andere 6.000, whatever, ne? Natürlich picken sich die meisten Leute dann aber auch die höchste Zahl raus, die Zahl, wo dann einfach mal alle mit ein... Was Friesenoper, wie geil ist denn bitte der Begriff mental naturbelassen? Ist sehr lustig. ...eingeflossen sind, die generell beim Arbeitsunfall gestorben sind und die aus dem Ausland kamen, whatever, ist doch jetzt nicht das Thema, das ist gar nicht das Thema. Wir gehen das Ganze noch ein bisschen pauschaler, ein bisschen allgemeiner, Freunde, okay? Das heißt, ihr müsst euren Gehirn jetzt erstmal einschalten, weil, guck mal, die Leute tun so und kommen jetzt, ja, Katar voll böse und ja, guckt euch mal das an und bla bla, und das sind voll die Schweine und das sind doch keine Menschen und Menschenrechte sind doch so wichtig. Digga, seid mal erstmal komplett ruhig. Hast du schon mal von irgendjemandem gehört, dass er gesagt hat, Katari sind alle Schweine? Er gerade. Ja, ne? Das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Das kam jetzt von dir, Apo. Euch jucken Menschenrechte gar nicht. Euch jucken Menschen nicht und euch jucken auch die Rechte nicht. Nichts! Wisst ihr warum? Ich sage euch ganz klar und easy warum. Okay. Wo wart ihr kleinen Goofies? Okay, wo wart ihr kleinen Goofies jetzt, keine Ahnung, bei der China-Olympiade jetzt vor kurzem? Apo, wo warst du denn bei der China-Olympiade? Ich hab legit gedacht, er haut jetzt so ein Ding raus, was er auf sich bezieht. Wo war Gondor? Wo wart ihr denn, als ich angegriffen wurde? Ja, genau. Wo war Gondor? Was denn die China-Olympiade? Was denn für eine China-Olympiade? Jedenfalls nicht hier in der Rittermacht. Also ich habe mir die nicht angeguckt, Apo. Ich habe sie aber auch nicht veranstaltet. Tut mir leid. Was hätte ich machen sollen? Hinfahren und verhindern? Wo wart ihr eigentlich? Vor allem soll er mal sein Maul halten. Er fährt doch selber auch VW. Ja, weiß ich auch nicht. Wurde er auch in diesen ganzen Uiguren-KZs produziert. Ja. Weiß man doch mittlerweile. Allgemein die ganze Zeit, ne? Digga, ich muss doch mal ganz kurz aufklären für die Leute, die nicht verstehen, okay? Also, werden schon seit langem, seit Jahren, okay? Werden Menschen unterdrückt, und zwar die Uiguren, okay? Sie werden, Digga. Ist ihm klar, dass es nur für ihn neu ist? Ja, offensichtlich. Hat er gerade gelesen, guck mal, er liest es auch wieder irgendwo ab. Aber ganz ehrlich, hallo, mein Name ist ApoRD. Ich mache jetzt ein Video über Whataboutism, in dem ich ein gutes Beispiel dafür liefere. Vergewaltigt. Frauen werden zwangssterilisiert. Sie werden teilweise eingesperrt. Sie werden dann verbrannt. Die sind gerade in Konzentrationslagern am Start. Konzentrationslagern, okay? Wir reden hier von, Digga, ihr wisst, deutsche Vergangenheit, Konzentrationslager, egal. Aber mal ohne Spaß, eigentlich auch schön, dass er auf das Thema mal aufmerksam macht. Das muss man jetzt wirklich sagen. Tatsächlich. Ist schon auch schön, dass er seine Community, die er ja noch hat und die legit nichts mit dem aktuellen Weltgeschehen am Hut hat, ist wirklich eigentlich echt schön, dass er darauf auch mal aufmerksam macht. Ich bin gewillt zu sagen, aber ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Frauen werden da, die schon verheiratet sind, werden nochmal, wie gesagt, verzwangsheiratet. Also wirklich richtig verrückte Crazy Stuff, ne? Crazy Stuff, also das crazy, ist Menschenrechtsverletzung des Todes auf einer internationalen Ebene, das gab es wahrscheinlich seit langem nicht mehr. Aber diese kleinen, gottverdammten Goofies zeigen dann alle mit dem Finger auf Katar, während sowas am Start ist. Leute, wir hatten ein super Vorbild, und zwar den Mesut Özil zum Beispiel, wenn wir auch beim Thema Fußball sind. Ne? Wir haben ein super Vorbild mit Mesut Özil? Let that sink in. Katar ist doch gerade einfach das Thema, weil einfach, Digga, ist halt einfach der Hype, ne? Auf einmal reden alle über Katar, auf einmal ist Katar der Bösewicht. Hat doch wahrscheinlich gar nicht damit zu tun.
Er spricht es ja gerade an. Das ist ja das Ding. Also er entkräftigt sich mit dem Argument, was er gerade gebracht hat, zu 100% selbst. Wo wart ihr alle? Ja, die Aufmerksamkeit war nicht dementsprechend da. Jetzt liegt der Aufmerksamkeitsfokus nun mal auf einer Fußball-WM, eines der meist beachteten Events überhaupt weltweit. Natürlich ist der Fokus jetzt auf dem Thema. Natürlich wird sich damit jetzt mehr auseinandergesetzt. Natürlich springen die Leute jetzt darauf an, weil sie mit der Nase wirklich in den Scheißhaufen gesteckt werden. Jeden Tag, in jedweder Berichterstattung. Er hat doch seine Frage, warum jetzt, damit erklärt. Ja. Danke, Apo. Tun, ne? Ist einfach gerade da die WM läuft und dass man damit gerade Klicks abstaubt, Medien natürlich auch Einschaltquoten, whatever, Verkäufe, whatever, und Politiker einfach unnötige Aufmerksamkeit, okay? Weil das ist das, was ich dem vorwerfe. Einfach absolute Fame-Geierei, okay? Unter dem Deckmantel der Moral und des Menschenrechts. Ich scheiß komplett auf Menschenrechte. Weil sonst hättet ihr, ne, wie gesagt, bezüglich China was gesagt, ne, gibt es noch tausend weitere Beispiele. Ich brauche jetzt nicht irgendwie hier Gaza, Palästina rausholen. Wisst ihr alle selbst, Digga. So, was ich gesagt habe bezüglich Fußball. Ein Mesut Özil zum Beispiel. Okay? Der hat zum Beispiel sich für die Uiguren in China damals eingesetzt. Also die Menschen, die bis heute, wo ihr das Video gerade seht, unterdrückt werden bis zum Tode, okay? Also bis zum Tode, wo wirklich die Menschenrechte komplett drauf geschissen wird. Das ist so, die werden nicht mal richtig wie Menschen behandelt, okay? Und er hat sich für die eingesetzt. Wo es dann von dem Verein von ihm, damals Arsenal, hieß, ja, nee, das geht gar nichts und so, Politik und Fußball hat nichts miteinander zu tun. Da sagen alle... Apo, ich möchte dir zumindest einen Tipp mit auf den Weg geben, mit dem du das Ganze ein bisschen glaubwürdiger auch noch verkaufen kannst. Das ist wirklich einfach, das ist auch gar nicht so schwer. Aber es ist was, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, das mich die ganze Zeit übel ablenkt und mir ein Gefühl gibt von, du hast dir einfach nur mal schnell was rausgegoogelt. Guck mal, wenn du dir Notizen machst und die wiedergeben willst, dann lies sie dir mehr als einmal durch, somit sie in deinem Kopf bleiben und damit du nicht immer wieder auf dein Skript schauen musst, um es abzulesen. Es wirkt oder halt einfach nicht gut, muss ich wirklich lernen sagen. Lernen zu cutten. Ja, oder das, ja. Mach Schnitte. Und dazu kommt noch, ja, gestikulieren ist super, aber Bro, du bist so dermaßen selbst von deinem Scheiß nicht überzeugt. Der kann nonstop nicht aufhören, sich in seinen scheiß Visage zu fummeln. Mhm. Das ist unglaublich. Tamam, da sagen alle, ja Mann, das voll stimmt und so. Digga, bis heute, jeder, auch diese ganzen YouTuber, eure möchtigen Lieblings-YouTuber, ne? Meine ganzen Hater schauen auch meine Videos. Eure scheiß Lieblings-YouTuber, die leugnen das einfach. Die leugnen das einfach, das, was gerade in China passiert oder sonst was. Das wird einfach die ganze Zeit geleugnet. Aber dann wird mit dem Finger gezeigt, die ganze Zeit auf Katar. Wo ich mir denke, wisst ihr, was übrigens jetzt gut wäre? Dafür ein passendes Beispiel reinzuschneiden. Ja. Ist immer ein sehr guter Move, ja, um das zu untermauern. Dafür eine Quelle. Oder eben, ja, direkt einfach ein Beispiel reinzuschneiden. Problem ist, dafür müsste man was tun schon mal? Schneiden. Und nicht Scheiße erzählen würde auch helfen. Ja. Junge, halt, außer Katar ist wahrscheinlich 100.000 Mal besser als Deutschland oder so. Dinge wie Kataris oder irgendwelche Leute aus Jordanien oder aus Oman oder so, die kommen ja auch nicht und sagen, Digga, guckt euch mal diese Goofy-Deutschen an oder guckt euch mal diese Franzosen an, Digga, die haben ja voll die krasse Trennungsrate und ey, guck mal, wie viele Leute durch Alkohol bei denen sterben im Jahr. Einfach mal 50.000 bis 70.000 Leute. Digga, was ist das für Goofy? Sie haben sich einfach gar nicht unter Kontrolle. Da müssen wir mal kurz intervenieren und eingreifen und mal ein bisschen talken. Nein, Digga, das ist halt immer diese typische Eigenschaft, ne, diese Goofy-Eigenschaft, die die Leute hier in Deutschland haben, ne? Ich fasse bisher mal zusammen. Katar ist doch alles gar nicht so schlimm. Guck mal, was woanders passiert. Alkohol ist böse. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Narrativ. Weißt du? Einen guten Punkt hat er. Ja. Das ist so ein Gefühl, so eine Krankheit. Immer dieses Hater-Eigenschaft, immer mit dem Finger auf andere zeigen. Und immer die anderen sind böse, die anderen sind Goofies, aber wir bei uns alles fresh. Und bei den Kollegen, wenn die gleiche Scheiße bauen, dann sagen die gar nichts. Dann wird das gut geredet. So, wisst ihr, was meine? Digga, das ist halt das Ding. Und deswegen sage ich... Das Problem ist, damals bei den Olympischen Spielen in China gab es genug Gegenwind tatsächlich. Im Journalist, also in einem Bereich, den er wahrscheinlich einfach gar nicht so viel mitbekommt. Aber es gab genug
Zeitungen, Online-Magazine etc., die große Artikel darüber geschrieben haben, dass das nicht gut ist, dass das gemacht wird und was da alles schief geht. Der einzige Unterschied zwischen China und Katar ist die Aufmerksamkeit in Social Media. Und jetzt wisst ihr, wo er sich offensichtlich am meisten bewegt, weil er es da nur mitbekommen hat. Also er reflektiert jetzt nur aus seiner eigenen Bubble heraus, ohne sich darüber hinaus mal informiert zu haben, was denn tatsächlich passiert ist. Schwierig. Da hat sich aus Versehen mal ein News-Thema zwischen seine Andrew Tate-Bubble gemischt. Ja, offensichtlich. Okay, hatet Katar, hatet des Todes, was ihr wollt, sucht alles raus, was ihr wollt. Aber dann macht es in einer richtigen Verhältnismäßigkeit. Dann hört auf, die ganze Zeit da zu schießen. Es war schon seit 100.000 Jahren gefühlt bekannt. Das ist auch so geil, das ist auch wieder dieses geniale Vorgehen, jemandem abzusprechen. Das ist so bescheuert. Jemandem abzusprechen, sich über ein Thema zu äußern, auf das er aufmerksam geworden ist, weil er von einem anderen Thema eventuell nichts mitbekommen hat. Ja, absolut. Ey, ich finde, es zeigt auch super gut, wie egozentrisch Menschen sind, ne? Davon auszugehen, weil das jetzt in seiner Bubble gerade so viel befeuert wird, zu denken, das muss ja bei jedem anderen auch so sein. Weißt du? Krass. Also gar nicht mal auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja, vielleicht sieht das nur bei mir im TikTok-Feed so aus. Vielleicht ist das gar nicht bei jedem so. Ja, aber das verstehen die Leute ja nicht. Damit hab ich ja schon Probleme auseinanderzuhalten, dass das, was ich online sehe, nicht zwangsweise dasselbe ist, was andere sehen. Wobei das aber auch echt fies ist, weil bei uns beiden ist es immer dasselbe. Das ist wahr. Wir beide haben denselben Feed. Aber er ist Main Character, Flo. Darfst du nicht vergessen. Das stimmt. Ja, Main Character rennen ja alle hinterher. Kann das da die Auf einmal, wenn gerade die WM anfängt, ja, dann reden auf einmal alle darüber, ja, habt ihr nicht vorher gemacht, weil davor waren euch ja die Menschen scheißegal. Wer versteht das? Und das ist das Ding, nicht. Freunde. Ja, seit drei Jahren reden die Leute darüber. Immer Ausreden finden, aber ich sag's euch, guck mal, am Ende des Tages, wer waren gefühlt die einzigen auf YouTube mit Reichweite, die was zum Beispiel zu den Uiguren gesagt haben in China, die Uiguren, die unterdrückt werden in China? Also der LeFloid, der hat das in einem Video erwähnt. Das ist jetzt aber auch schon, glaube ich, ein bisschen her. Ich bin mir sicher, das war schon ein Jahr oder so her. Da hat er ein Video darüber gemacht. Ich erinnere mich. Seitdem hat er nichts mal gesagt. Der soll jetzt mal die Fresse halten, der Digga. Ja. Ich glaube, Rezo hat auch was gemacht, ne? Meine ich. Ja. Ich schwör's euch, das, was ich mitbekommen habe, war nur ABK und ich. Ich habe damals auch ein Video gemacht. Und wahrscheinlich, weil niemand anderes in deinem Feed ist, Mann. Ich hab da meinen Rücken gegeben quasi. Ein ABK auch. Wo waren diese ganzen anderen Volltrottel? Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe sie bis dato nicht gesehen. Die leugnen das bis zum Tod. Das ist aber geil. Er sagt, ich hab's nicht gesehen. Damit existiert es nicht. Die leugnen das bis zum Tod. Ich bin nicht da. Guck mal, Bruder. Ich bin weg. Digga. Also, wild, ne? Wird geschwiegen bis zum Tod, wo ich mir denke, warum macht ihr das, Digga? Warum macht ihr das? Ist so. Wo waren die Space Frogs? Ja? Nichts getan haben die gemacht. Für Katar. Nichts haben die gemacht, ne? Wie gesagt, ein Mesut Özil hat gefühlt seine ganze Fußballkarriere geopfert für diese Aktion. Das war ihm noch bewusst so. Aber nein, Digga, wie gesagt, Deutschland. Ist Özil. Ist das nicht alles vorbei gewesen, nachdem er sich hat mit Erdogan ablichten lassen? Wollte gerade sagen, das war also doch das Özil Ding. Özil wollte bei Erdogan eine Runde lutschen gehen. Das war, glaube ich, das größere Problem, Alter. Ja. Nun, gut. Kann man schon mal durcheinander bringen. Deutsche Nationalmann, ich meine, das übrigens rein metaphorisch, ganz klar. Hier, Bruder, also bitte, da brauchen wir gar nicht darüber reden, okay? Dann, guck mal, aber ich sage mal eine Sache. Okay, hatet, boykottiert, was auch immer, macht, was ihr wollt, aber macht es ordentlich, macht nicht diese halbe Geschichten, okay? Wenn ihr den Boykotthasen aktivieren wollt, okay, wenn ihr es macht, dann geht nicht dahin. Geht erstmal gar nicht dahin, okay? Niemand ist nach Katar gegangen, deswegen haben die Leute eingekauft. Ja. Deswegen mussten sich lauter Inder irgendwelche Trikots anziehen, Digga. Wenn ihr dahin geht, okay? Wenn ihr dahin geht, was ihr gemacht habt, dann haltet eure Schnauze. Haltet doch einfach eure Schnauze. Hä? Nicht diese Halbhalt. Dann gehe ich hin, Armbinde hier, bisschen da, oh nein, und hier, oh, ah. Ich werd auf jeden Fall mich für Rechte einsetzen und hier und da und dort. Und am Ende wird eine gelbe Karte gezeigt. Oh, tut mir leid, verzeihen. Bruder, lächerlich, lächerlich. Absolut. Warte mal kurz, redet er die ganze Zeit über die Sportler und mit den Sportlern? Das kann sein, aber dann hätte er seine Einleitung sehr verkackt. Redet er mit dem Team
der deutschen Mannschaft gerade? Das wäre ein krasser Twist, aber es passt gerade. Vielleicht ist das eine Aufnahme aus der Umkleidekabine vorm Spiel. Ich habe die Abo mitgenommen. Die sitzen alle hier auf der Seite. Ja. Die sitzen alle da, wo er gerade hinguckt. Ja. Absolut peinlicher Hase. Also ich als cleaner deutscher Bürger schäme mich zutiefst für solche Goofy-Aktion, dann noch direkt vor Matteo. Natürlich, China, das ist doch nicht anders zu erwarten. Ne? Die ganzen armen Fußballspieler, die denken sich auch, scheiße, Digga, die ganze Zeit Medien hier, Medien da, die einen lachen mich aus, die anderen sagen cool, was auch immer. Voller Stress, voller Druck, man kann sich gar nicht konzentrieren auf was? Auf den Sport. Bam. Deutschland eigentlich so krasse Mannschaft immer gewesen, die direkt verkackt, Digga. Naja, das juckt mich eigentlich, Hannover juckt mich das gar nicht. Mir geht's um das Grundprinzip, ne? Deutschland immer krasse Mannschaft gewesen. Ja, seit 30 Jahren spielen ja die gleichen Typen, Alter. Hated von mir. Kritisiert, also kritisiert und hated ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber ihr könnt kritisieren, was ihr wollt. Ne? Kritisiert von mir ist Afghanistan, kritisiert auch euer eigenes Land, oder unser eigenes Land, whatever. Ne? Frankreich, Bangladesch, whatever. Macht es. Ne? Aber bitte, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Die ist einfach nicht da. Bro. Deswegen sind das für mich, ihr seid für mich nur Heuchler. Ihr braucht mir gar nicht tun, als wenn euch Menschenrechte und so interessieren. Das juckt euch gar nicht. Ihr seid nur Heuchler. Ihr seid nur kleine Goofies, die Klicks mitnehmen wollen. Ihr wollt nur, das Traurige. Ihr spielt einfach mit den Gefühlen der Menschen. Die Menschen haben ja gewisse Moralgrundsätze. Die Menschen haben ja Werte und Gefühle. Mit denen spielt ihr. Das nutzt ihr aus für eure scheiß Publicity. Und damit meine ich jetzt einfach, wie gesagt, diese Medien, damit meine ich die Politiker und diese scheiß Goofy-YouTuber. Abo, nenn mich Fluffy in Zukunft, weil ich bin dein Flo-Goofy. Olli, ich fühle mich ertappt. Olli, er hat uns. Oliver, er hat uns. Es ist so... Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hat alles bewiesen. Aber er hat doch gesagt, du kannst kritisieren, was du willst. Aber jetzt aber hast nicht, du Katar kritisiert und er sagt, lass Katar in Ruhe. Du darfst aber alles kritisieren, was du willst, aber nicht Katar. Aber nicht den aller echten Hasen. Ja, was? Jock. Oh Gott. Die sind ganz, da meine ich. Ganz ehrlich, Alter, ey, wollen wir kurze Wette abschließen? Ich sag 10 Tage, einfach weil er sich durchringen muss. 10 Tage nach Upload-Datum des Originalvideos kommt das It Was Just a Prank-Video. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, ja, die Leute sollten sich unter meinem Video versammeln und darüber diskutieren. Hm. Möglich ist alles. Ich mag keine Einschätzung mehr geben bei Apo. Es ist, aber er hat noch 20 Videos im Petto, also. Da kommt sie. Meine ich. Und ich sag. Ja, naja, 20 Videos geht ja auch schnell. Drehst 10 Videos und machst 10 Entschuldigungsvideos, also Just a Prank-Videos dazu. Ja, ja. Muss ja vorbereitet sein. Sag euch bitte, lasst euch nicht von diesen Leuten verarschen. Lasst nicht so mit euren Gefühlen spielen. So, wisst ihr, was ich meine? Versucht nicht in so einem Pöbelmodus. Er hat sie auf Petto, wer auch immer Petto ist. Petto, Alter. Ist das nicht so ein Clown? Geppetto? Nee, das ist der Franzose, der für ihn arbeitet. Der sagt Geppetto. Geppetto. Alles klar. Ja, es ist gut zu kritisieren. Ja, es ist gut, der Verstand einzusetzen. Es ist gut, für gute Sachen einzustehen. Es ist gut, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ja, okay? Absolut. Aber dann macht es ordentlich und macht es immer in einer Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wenn ihr das macht, okay, dann sagt was auch, keine Ahnung, zu whatever, ne? China, sag was du da, sag was du dort. Genau, du darfst in Zukunft nur noch Dinge kritisieren, wenn du dann auch alles andere kritisierst, ja? Also ab sofort bitte nur noch kritisch äußern, wenn du dich kritisch über alles äußerst. Das ist ganz wichtig. Also wir bringen einfach in Zukunft alle sehr viel mehr Zeit mit, wenn es zu Weihnachten zum Beispiel wieder politische Diskussionen gibt über Katar, ja, dann sitzen wir einfach bis Silvester, weil wir einfach alles kritisieren müssen, weil sonst ist das nicht ernst zu nehmen. Ja, verstanden. Nicht dieses Leugnen-Politik und mit dem Fingern auf eine Sache zeigen. Das ist albern, Digga. Naja, ich will nicht viel labern, Freunde. Ich hoffe, ihr habt meinen Grundsatz verstanden. Nein. Ich bin ehrlich, Digga. Katar, fühle ich. Ich würde gerne mal einen Stepper machen. Kein Land ist perfekt. Okay, es ist auch sehr viel Dreck am Stecken. Deutschland kann den sowieso die Schnauze halten. Die haben gerade noch einen Deal unterschrieben, Digga. 15 Jahre Erdgas oder so von Katar. Digga, braucht man gar nicht drüber reden, Digga. Braucht man gar nicht drüber talken. So, ne? Aber wie gesagt, jeder hat seinen Dreck am Stecken. Nur nicht immer den Blick, so einen Tunnelblick auf eine Richtung haben und immer auf eine Sache hetzen und alles andere dann komplett ignorieren oder whatever. Falsch. Einfach falsch, Digga. Und dafür stehe ich nicht. Deswegen habe ich das Video gemacht, Freunde. Ja, ich bin auf jeden Fall back in the scenery, Freunde. Wir sehen uns wahrscheinlich dann übermorgen mit dem Video. Es sind auf jeden Fall verrückte Videos geplant mit verrückten Special Guests. Ihr werdet Job des Lebens bekommen. Ich will nicht spoilern, Freunde. Folgt mir auf Instagram, ApoRed. Folgt mir auf TikTok, ApoRed. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ich bin sprachlos, Mann. Ich hab wirklich Angst, weil ich mir denke, gibt es vielleicht noch mehr davon? Die müssen irgendwann meine Rente zahlen und ich will das nicht. Ich hab da wirklich große Angst vor. Naja, das bisschen wird Apo noch ran. Warte mal kurz, ich glaube, Apo ist das schlechteste Beispiel für muss meine Rente zahlen, was du überhaupt nennen konntest. Da hast du völlig recht, das ist wahr. Ja. Ah. Naja, ey, aber vielleicht gehört Apo doch in die Politik. Im Chat sagt schon jemand ganz richtig, 10 Minuten ohne Inhalt, das muss man auch erstmal können. 10 Minuten lang reden ohne Inhalt können sonst nur unsere Politiker. Und alle, meine ich natürlich. Politiker! Noch einen schönen Kabarett-Joke am Ende rangehangen. Absolut. Ja? Sehr gut, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ah. Also, könnte glatt aus der Feder von Max Uthoff stammen, Alter. Oh Mann, ey, Freunde. Ah, das war hart. Das war wirklich hart. Aber guckt euch gerne noch ein Video an, damit ihr jetzt wieder so ein bisschen die Kiste zum Laufen kriegt. Ne? Und bitte, Freunde, fangt an, nachzudenken. Ja, danke. Stimmt. Bis gleich. Ich habe den Hundeblick dazu verpeilt. Ach, schön. Mann, Mann, Mann.